Irgendwann hat sie, jeder im Gesicht, Falten. Kosmetika hilft nicht immer. Aber haben Sie schon mal von Collarium gehört? Das ist eine Mischung aus Solarium und Kollagen. Die lästigen Furchen sollen mit einem speziellen Licht einfach weggestrahlt werden. Wie das funktioniert und ob es wirklich hilft, das berichtet Eva de Lubomirz. Dieser Bursche hat's gut. Er ist voller Falten und gerade deshalb einfach nur niedlich. Anders sieht das bei Menschen aus. Iris Nippel findet ihre Falten nämlich alles andere als niedlich. Die 53-Jährige hat schon vieles getestet, aber wirklich geholfen hat bisher noch nichts. Botox oder eine OP findet sie zu teuer und zu gefährlich. Mich stören meine Falten. Ich habe schon alle möglichen Antifaltencremes, Ampullen, andere Pflegeprodukte ausprobiert. Ich finde nicht so wirklich den Erfolg. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus, was Licht machen kann. Und Licht kann offenbar einiges machen. Seit 3 Monaten geht die Zahnärztin auf das Collarium. Es sieht aus wie ein Solarium, hat aber eine ganz andere Wirkung. Statt UV-Licht sollen längerwellige Strahlen die Kollagenproduktion ankurbeln. Ich denke, das Collarium bringt mehr als eine Antifaltencreme. Ganz einfach, weil eine Antifaltencreme lediglich an der Oberfläche wirkt. Die Kollagenlichttherapie hingegen dringt sehr tief in das Bindegewebe ein und kann dort seine Wirkung entfalten. Das bedeutet, Licht soll das Kollagen im Bindegewebe aufbauen. Die Haut wird so angeblich aufgepolstert, Falten scheinen sich zu reduzieren. Das Collarium, die Mischung aus Kollagen und Solarium, scheint zu funktionieren, auch aus medizinischer Sicht. Von der Wellenlänge des Lichtes her scheint es mir theoretisch sinnvoll. Es kommt genau in die Hautschicht, wo die Bindegewebsfasern produziert werden. Also kann es schon theoretisch diese Fasern anregen. Gefahren dabei sind mir heute noch nicht bekannt, aber Licht ist eine elektromagnetische Wellenlänge. Ich kann nie ausschließen, dass da in ein paar Jahren nicht doch mal ein schädigender Einfluss nachzuweisen sein wird. Einmal die Woche legt sich die Düsseldorferin unter das rosa Licht. Schon nach dem 2. Mal hat sie eine Veränderung gesehen, Wellness inklusive. Es war sehr entspannend, ich konnte gut abschalten, bin sogar eingeschlafen und ich fühle mich jetzt hinterher viel, viel besser und einfach ein bisschen jünger. 20 Minuten kosten 15 Euro. Der Hersteller empfiehlt 1 bis 2 Sitzungen pro Woche. Auf Dauer ganz schön teuer. Und wer aufhört, bekommt seine Falten wieder. Und niedlich sehen die ja nur bei ihm aus.